Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Tokan. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Tokan. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe. Abschließend gibt es noch ein kleines Fazit. Tokan ist ein Spiel aus dem Hause Steffen Spieler, Autor Steffen Mühlhäuser. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein abstraktes Spiel. Ab 10 Jahre geht auch recht schnell, 10 bis 20 Minuten. Wir schauen uns erst einmal die Abläufe an, bevor ich natürlich meine Meinung zu diesem Spiel kundtue. Das Spiel bekommt man jetzt auch nicht überall im Handel, aber über die Seite des Verlags bzw. diverse Händler bieten auch dieses und andere Spiele an. Und aufgebaut habe ich schon mal. Das heißt, aus diesem Säckchen, aus dieser Verpackung, da befinden sich die Spielsteine. Die werden einfach hier platziert in einem 6x5 Raster. Zufällig angeordnet. Naja, ich habe es jetzt für die Kamera natürlich so angeordnet, damit man auch die Gesichter sieht. Aber die Anordnung kann natürlich schon x-beliebig dann sein. Wichtig ist, dass so ein Raster gebildet wird. Und dann stellt sich nur die Frage, wer die Farbe Rot bzw. wer die Farbe Schwarz spielt. Und das wird so lange gespielt, bis eine Person keine Aktion mehr ausführen kann. Ich komme gleich zu den Aktionen und dann werden Türmchen aufeinander gestapelt, außer die Einser. Türmchen und dann schaut man, wer den höchsten Stapel hat und dadurch die Partie gewonnen hat. Das heißt, man versucht, gegnerische Spielsteine zu schlagen. Nicht zu schlagen, man versucht, sie zu blockieren, also möglichst hoch zu sitzen. Und wenn man am Zug ist, ich nehme jetzt einfach mal die Maus und dann ziehe ich, ja, das nehmen wir, einfach mal, ja, jetzt muss ich selber überlegen, welche Zug ich ausführe. Doch, ich nehme einfach die Maus und rücke hier drauf, weil ich muss auf jeden Fall auf eine höhere Stelle dann platziert sein. Die Maus, die rückt auch nur ein Feld. Also nicht diagonal, aber waagrecht, senkrecht. Also genau ein Feld. Man darf auch nicht leere Felder überspringen. Ja, wie soll das bei der Maus gehen? Ja, beim Schakal ist es durchaus gang und gäbe, weil der Schakal, der springt ja bis zu zwei Felder. Ja, er überspringt hier ein Steinchen, sitzt wieder auf eine höhere Position und schiebt dann gleich weiter hinterliegende Steine danach. Ja, das ist der Schakal. Fehlt eigentlich nur noch ein Tier, das ist der Löwe. Und der Löwe, der springt natürlich bis zu drei Felder. Man kann übrigens auch auf einen eigenen Stein dann springen. Ob das jetzt Sinn macht oder ob das Sinn gemacht hat, stellt natürlich jetzt die Frage. Man muss auf jeden Fall höher sitzen. Und so bilden sich natürlich auch die Türmchen. So verändert sich das Ganze. Und die Steinchen werden nachgeschoben, sofern es natürlich möglich ist. Das heißt, wenn ich am Zug bin und ist je nachdem möglich, das heißt hier mit dem Schakal, dann werden quasi auch die Steine dann nachgezogen. Also vom Prinzip her gar nicht mal so schwer. Man muss also immer auf höhere Steine dann springen. Durchaus möglich, aber man muss schauen. Man hat die drei Tiere, man hat die drei Bewegungen. Eine, zwei bzw. drei. Das heißt Maus 1, Schakal 2 und Löwe 3. Aber man kann natürlich auch, das heißt der Schakal kann in seinem Zug natürlich auch einen Stein mitnehmen. Kann also hier drauf springen, kann also diesen Stein mitnehmen. Man kann jederzeit schauen, was hier drunter war. Aber der Schakal hat auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Stein mitzunehmen. Der Löwe ist kräftig. Das heißt, der Löwe kann das natürlich auch. Der kann sogar eins bzw. bis zu zwei Steine mitnehmen. Er ist kräftig gebaut. Und da merkt man, ich muss ziehen. Ich muss ziehen. Und vielleicht findet sich der Löwe auf einer ganz hohen Position, wo schon sehr viele Steine dann sind. Er kann aber nicht so viel mitnehmen. Und vielleicht profitiert der Mitspieler dann plötzlich, weil der Löwe nicht so viel mitnehmen kann. Und diese Person einen Zug ausführen muss. Weil man muss ziehen, wenn man kann. Spiel endet erst, wenn man nicht mehr ziehen kann. Soviel zu den Abläufen. Fehlt noch die Wertung. Und die Wertung, dazu zeige ich euch am besten hier die Übersicht. Weil das kann man gerne falsch spielen. Weil wir haben in der ersten Partie auch letztendlich alle Farben aufeinander gestapelt. Das heißt, die Tiere, die oben drauf liegen, bilden einen Stapel. Das heißt, man hat so die Stapel dann gebildet. Aber auch die Einsersteinchen hier gestapelt. Und das ist wichtig, dass man darauf achtet, weil die Einsersteine, die bleiben liegen. Die werden nicht aufeinander gestapelt, wie man hier unten sieht, sondern nur die Steine, wo sich mindestens zwei Steine befinden. Die werden dann aufeinander gestapelt. Und dann merkt man, beziehungsweise man erkennt natürlich aufgrund von der Höhe, welche Person letztendlich das Spiel gewonnen hat. Und damit bin ich beim Fazit und erklärt habe ich euch jetzt die Abläufe des Standardspiels, weil es gibt natürlich auch noch einige Varianten, was die Wertungen angeht. Also das Spiel bietet durchaus einiges an Variabilität. Es ist ein knackiges,
Taktikspiel. Strategiespiel wird vom Verlag angegeben, geht aber aus meiner Sicht eher in die taktische Richtung. Aber da muss man auf jeden Fall schauen, wie man zieht. Fehler, die werden nicht verziehen. Naja, in den ersten Partien durchaus, weil jeder hat noch nicht die Erfahrung, die Möglichkeit, den Blick für das komplette Spielfeld, was sich auch noch verändert. Und das ist schon eine Besonderheit bei diesem Spiel. Und man sieht es ja auch in der Auslage, es ist schönes Material, sehr edles, hochwertiges Holzmaterial, wie man es gewohnt ist, auch bei diesem recht kleinen Verlag, den es auch schon sehr lange gibt. Also das stellt auch schon einiges dar an Besonderheiten. Ja, das Spiel lohnt sich letztendlich. Es ist ein klassisches Zwei-Personen-Spiel, es ist ein abstraktes Spiel. Wenn man sowas nicht mag, da ist man quasi eh schon raus aus dem Spiel. Aber wenn man ein schnelles Spielchen sucht, wo in relativ wenigen Zügen Dinge entschieden sind, wo man andere blockieren kann und ja, ich will mal sagen, dass die Aktionen vermiesen kann, dass man sogar ziehen muss. Und das gab es auch in einigen Partien. Da kommt man durchaus auf seine Kosten. Und wird es mal langweilig oder kennt man die Abläufe? Und wir haben auch die eine oder andere Variante auch schon ausprobiert. Dann bringt das Spiel natürlich eine gewisse Abwechslung bei, sodass es aus meiner Sicht schon auf einen durchaus längeren Zeitraum nicht langweilig wird. Und das ist der Vorteil, den auch abstrakte Spiele haben, so vielen, vielen anderen Spielen. Weil die abstrakten Spiele, ja, die spielt man eine Weile, die legt man dann vielleicht zur Seite, aber dann holt man sie zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder raus. Und ja, ich schaue da oben, deswegen habe ich auch und spiele auch sehr gerne sehr viele abstrakte Spiele, weil das die Besonderheit bei diesen Spielen ist. Die verlieren nicht an Reiz, es sei denn, man mag das Spielsystem, den Mechanismus nicht, das Material nicht. Aber ich glaube, das könnt ihr aufgrund des Videos durchaus für euch entscheiden. Ich mag das Spiel. Es ist aber kein Spiel, das bei uns jetzt regelmäßig täglich auf den Tisch kommt. Aber ab und an spielen wir gerne eine Runde Tokan, auch in der Familie mit den Kindern beispielsweise. Die Kinder gegeneinander, letztes Mal auch zuletzt 4-5 Partien, die lassen sich spielen, weil das Spiel 10 bis 20 Minuten dauert. 10 Jahre zeigt die Verpackung an, stellt sich die Frage, 10 Jahre ist es nicht ein Spiel ab 8 Jahren, weil die Abläufe sind ja durchaus zugänglich. Aus meiner Sicht durchaus, weil die Kinder, die entwickeln sich weiter, die sind sehr hoch motiviert in der heutigen Zeit, spielen durchaus viel, bei uns sowieso ganz klar, aber es ist durchaus auch eine Empfehlung für Jüngere. Und ich glaube, aufgrund dessen, was man hier macht, so schwer ist es nicht. Es hat natürlich einige taktische Finessen, man muss auch ein paar Züge im Voraus denken und ich glaube, deswegen hat letztendlich der Verlag das auch als 10 Jahre tituliert. Aber die Möglichkeit besteht durchaus, wenn die ein bisschen erfahren sind, das Ganze auch mit Jüngeren zu absolvieren. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall meine Meinung, was das Spiel angeht. Klar, ich mag sowieso solche abstrakte Spiele durchaus gerne. Jetzt zwar nicht regelmäßig, aber ab und an sind die oft auf unserem Tisch. Und wie gesagt, wenn ihr es euch holen wollt, ja, über die Links immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, die Spiele gibt es nicht überall im Handel, aber auf der Verlagsseite, aber auch bei diversen Händlern. Könnt ihr mal nachfragen. Ja, gibt es durchaus das ein oder andere Spiel von Steffen Spiele und vielleicht auch Tokan. Das zu allen Infos. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.